Mama, Ja. wie lernt man eigentlich eine Frau kennen? Eine Frau? Das braucht dich nicht zu interessieren. Du hast doch schließlich mich. Wer sind Sie denn? Bist du das, Jakob? Ab heute nur noch Cool Jack. Aber du ziehst aus. Noch die Kerze anzünden. Ja, aber nicht wie im vergangenen Jahr. Die Kerze blieb aus, der ganze Kranz brannte. Ja, ich pass schon auf. Das sagst du immer. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich am ersten Advent allein. Aber du bist doch gar nicht allein. Ich bin doch auch noch da. Ach ja, Hupsi, stimmt. Und die Gans Christine und die beiden Eichhörnchen Danny und Lisa sind doch auch da. Ja, du hast ja recht. Und trotzdem fühlst du dich einsam? Ja, man kann sich auch einsam fühlen, wenn man nicht allein ist, wenn man tausende von Menschen um sich herum hat. Aber die kennst du ja nicht. Aber nicht kennst du. Das schon. Aber auch mit dir bin ich eigentlich allein. Du meinst, weil ich du bin, also wir beide eigentlich derselbe sind? Genau. Dann ist Gott auch einsam. Gott? Wieso? Wie stellst du dir Gott vor? Wie einen Weihnachtsmann oder eher wie eine Figur à la Jesus? Also darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Atheist? Nein, eigentlich nicht. Ich sehe Gott nicht als Person. Sondern? Naja, vielleicht eher so eine Art Energiefeld. Aha, die esoterische Variante von Stardust. Ich bin dein Vater. Hupsi, so ein Quatsch. Ja? Nein, da ist schon was dran. Für mich hat Gott schon so etwas wie ein Bewusstsein, aber eben wesenlos. Klingt doch gut. Also reines Bewusstsein ohne Körper? Ja, kommt dir wohl am nächsten. Und wo ist er oder ist? Naja, überall. Aha. Und in den Lücken des überall Bewusstseins Gottes sind wir und unsere materielle Welt?
In den Lücken? Nein, es gibt keine Lücken. Aha, wenn also so deine Version von Gott aussieht, dann würde er uns durchdringen. Ja, schon. Aber bevor du weiterfragst, es tut nicht weh. Um dann etwas Genesis-Vokabular einfließen zu lassen, denn Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, sind wir ja ein Teil davon. Genesis-Vokabular? Die Didel. Ach so. Ja, dann sind wir ein Teil der Schöpfung. Und dann die philosophische Streitfrage. Sind wir dann ein Teil von Gott? Also wenn Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, dann wäre für mein Verständnis alles Gott, ja? Dann gibt es eigentlich nichts außer Gott. So gesehen, ja. Dann gibt es also ein großes Bewusstsein, das alles erschaffen hat. Und jeder ist ein Teil davon? Ja. Könnte hinkommen. Da würden dir so einige Religionen vehement widersprechen. Aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist, sondern nur, dass du etwas mehr Toleranz in den Intoleranten haben musst. Denn also jeder Mensch ein Finger an der Hand Gottes ist und alle zu einem gehören, dann wird der Unsinn von Krieg und Streit ziemlich schnell deutlich. Ja, aber was hätte dann die Verehrung und Lobpreisung für einen Sinn? So wie es die Kirchen praktizieren, müsste Gott einen Minderwertigkeitskomplex haben und sich ständig feiern zu lassen. Ist natürlich Unsinn. Sieh es lieber als Achtsamkeit gegenüber allem, das lebt oder auch scheinbar nicht lebt. Zurück zu der scheinbaren Trennung. Wenn also jeder ein Teil von Gottes Bewusstsein ist und sich zwei Menschen unterhalten, dann spricht doch eigentlich Gott zu sich selbst. So habe ich das noch nicht gesehen. Das ist genauso mit uns beiden. Mich würde es ohne dich nicht geben. Ich bin ein Teil von dir. Wenn du mit mir sprichst, sprichst du eigentlich mit dir selbst. Und wozu denn die ganze Schöpfung? Damit Gott nicht mehr allein ist? So eine Illusion ist ja für eine Weile vielleicht ganz nett, aber auf Dauer ziemlich langweilig und sogar deprimierend. Dennoch ist Gott einsam und deprimiert? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie? Ist er es? Weiß ich doch nicht. Ich kann doch nicht näher wissen als du. Aber du siehst, die Wahrheit liegt in dir. Hupsi, ich komme nicht mehr mit. Du musst dich jetzt entscheiden, ob Gott einsam ist. Ich glaube nicht, dass er einsam ist. Wenn Gott nicht einsam ist, bist du es auch nicht. Ist doch logisch. Dazu brauchst du weder eine Beziehung noch Freunde. Auch wenn deines schön ist. Wenn man die Verbindung nicht spürt, fühlt man sich auch in einer Beziehung einsam. Du bist mit allen verbunden, momentan allein, aber das stimmt nicht einsam. Hallo, Gordon. Hallo, Papa. Ihr macht mir Spaß. Und wie soll ich bei einem Live-Auftritt mehrstimmig sprechen? Ha 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 ha